Ja, in dem Beispiel geht es um diese Funktion hier, eine Funktion zweier Variablen. Die habe ich mal in dieses Koordinatensystem eingezeichnet. Der Koordinatenursprung, der ist übrigens, Augenblick, ich drehe mal eben die Funktion, dann kann man das besser sehen, wo der Koordinatenursprung ist. Der ist hier. Da ist der Koordinatenursprung, die Stelle 0, 0, beziehungsweise der Punkt mit den Koordinaten 0, 0, 0. Gut, an der Stelle 0, 0 selbst, da hat die Funktion eine Lücke. Denn wenn ich hier für x die 0 einsetze und für y die 0 einsetze, wird der Nenner zu 0 und die Division durch 0 ist ja nicht definiert. Gut, jetzt haben wir die Funktion schon mal kennengelernt. Was wollen wir machen? Wir wollen überprüfen, ob an der Stelle 0, 0, also da, wo die Lücke ist, der Grenzwert existiert oder nicht. Ne? Ja, viele stören sich daran, die sagen, der Grenzwert, der kann ja nicht existieren, die Funktion hat ja da eine Lücke, ist nicht definiert, aber das ist ein Denkfehler, um den Grenzwert zu berechnen, muss die Funktion da auch nicht definiert sein. Ne? Also das ist eine häufige Frage. Gut, ist da ein Grenzwert vorhanden oder nicht? Dazu gehen wir so vor, um das zu überprüfen, gehen wir so vor, wie im vorigen Video erklärt. Aber ich drehe zunächst einmal die Funktion zurück. So, ja, wie geht man da vor? Man prüft die Wegunabhängigkeit. Das heißt, man wählt zwei verschiedene Wege oder mehrere verschiedene Wege. Zum Beispiel hier von links und von vorne. Ne, das wäre also hier im Bild einmal von links kommen wir. Und einmal von vorne und gucken dann, ob sich die Funktionswerte in beiden Fällen dem gleichen Wert nähern oder nicht. Ja, und das kann man schon auf einen Blick sehen, dass sie sich nicht dem gleichen Wert nähern. Ne? Weil wenn ich von hier oben, wenn ich hier von links komme, von oben gesehen ist das dieser Pfeil hier, wenn ich von links komme, dann bleiben die Funktionswerte bei plus 1. Das zeige ich mal eben, ich kippe mal eben die Funktion, dann sieht man, dass das plus 1 ist. So, wenn ich hier von links komme, ne, bleiben die Funktionswerte bei plus 1. Hier ist ja plus 1. So, ich kippe das Ding mal wieder zurück. Wenn ich aber von vorne komme, dann bleiben die Funktionswerte bei minus 1. Hier unten, der Boden des Koordinatensystems, da ist ja minus 1. Ja, und dann ist ja schon alles klar. Ich habe die Funktionswerte nähern sich verschiedenen Werten. Wenn ich von links komme, nähern sie sich plus 1. Wenn ich von vorne komme, nähern sie sich minus 1. Plus 1 und minus 1 sind zwei verschiedene Werte. Und damit kann ich sagen, an der Stelle 0, 0 hat die Funktion keinen Grenzwert. Ja, das war erstmal eine Veranschaulichung. Wir machen das dann auf der Homepage rechnerisch. Hier sind wir erstmal fertig. Du kannst jetzt zurückgehen.